Leute, heute wieder ein Blog von eurer Lester-Schwester 96. Happy Birthday. Wirklich, ich dachte echt, ich habe schon alles gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Lamin. Du warst nicht nur so blöd, vom Dach zu fallen und dir den Arm zu brechen. Nee, du musstest dich auch noch dabei filmen lassen. Was mal wieder beweist, dass alle Mitglieder der Lunatics völlige Trottel sind. Hallo ihr alle, ich bin Hayal. Warum ich gerade so eine komische Maske trage? Weil ich wirklich gar keine Lust drauf habe, dass irgendjemand dahinter kommt, dass ich Lester-Schwester 96 bin. So heißt mein Kanal auf YouTube. Und glaub mir, das ist das Einzige, was mein Leben irgendwie erträglich macht. Das ist Moisha, meine großartige, tolle Schwester. Beliebtestes Mädel unserer erbärmlichen Schule. Und dazu noch Mitglied der Street Dance Crew Lunatics. Und das daneben ihr, das ist Serda, ihr toller Freund, der meine Schwester immer wie eine Trophäe rumzeigt und öffentlichkeitswirksam abschlabbert. Was für ein Macho. Und Moisha steht auch noch drauf, so zur Schau gestellt zu werden. Ich könnte kotzen. Und so sehe ich in der Schule aus. Ich stehe im Beliebtheitswettbewerb eher weiter unten. Aber ich habe auch echt Besseres zu tun, als irgendwelchen Mitschülern einer erbärmlichen Weddinger Gesamtschule zu imponieren. Seien wir ehrlich, die meisten hier werden sowieso entweder bei Hartz IV oder im Knast landen. Danke, nein. Aber unsere Schulleitung hat jetzt natürlich eine ganz super Idee entwickelt, wie man die böse Jugendgewalt stoppen kann. Lotsenschüler. Die sollen jetzt vermitteln, wenn sich zwei Siebtklässler um das letzte Kaugummi streiten. Das da ist Alex. Er ist aus meinem Jahrgang. Ganz stolz ist er, dass er jetzt den Aufpasser spielen darf. Was für ein Weichei. Am liebsten hätte er es wohl, wenn Moisha mal was anstellen würde. Dann hätte er endlich mal eine Ausrede, um mit ihr zu reden. So wie der die immer anstarrt. Und zu guter Letzt sind da dann noch meine Eltern. Meine ganz tollen, liberalen Vorzeigemigranteneltern, die gerne mal ignorieren, dass wir immer die Türken sein werden. Als ob irgendeiner in Deutschland jemals unseren Migrationshintergrund vergessen würde. Sie sind mega stolz darauf, dass sie neulich von einer großen Tageszeitung interviewt worden sind. Weil sie sich ja ach so toll in Deutschland eingefügt haben. Nur leider habe ich ihnen dann das schöne Foto für den Artikel kaputt gemacht. Das hat wohl so gar nicht ins Bild gepasst, dass ich da ein Kopftuch auf hatte. Seitdem trage ich das übrigens regelmäßig. Jetzt erklär uns doch zumindest, warum du das Kopftuch trägst. Hayal, wir reden mit dir. Hayal. Hayal. Die Armen machen sich ja so große Sorgen um ihre Tochter. Naja, seien wir ehrlich, nicht wirklich. Moisha ist immer so fröhlich. Witzig, spritzig, schön. Und du? Tja, Mama, ich bin eben anders. Gewöhn dich dran. Und genau deswegen habe ich meinen Blog. Um den ganzen Quatsch von meiner Schule mal als das zu entlarven, was es wirklich ist. Total lächerlicher Scheiß. Das ist doch Alex, der Streber. Kann er jetzt etwa auch noch tanzen? Ja? Ja, ja, ja. Ja, okay, ich komme sofort. Was machst du denn hier? Ey! Oh nee, jetzt muss er mich auch noch erkennen. Du bist doch Hayal. Ja? Ist das jetzt irgendwie schlimm, dass ich dich jetzt ohne Kopftuch sehe? Nicht noch so ein politisch korrekter. Nee, schon okay, mach dir mal keinen Stress. Ich muss jetzt auch echt los. Sorry. Da ist ja Serdas Auto. Ist sie heute Klassentreffen oder was? Der knutscht ja mit Katja rum. Na, warte, du Arschloch.